Lusches, hey ho, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jetzt ist es ein oder zwei Wochen her, da habe ich mal ein paar wirklich mindblowende Redstone-Schaltungen gebracht. Und es hat sich sogar herausgestellt, dass ihr einfach mal mehr davon wollt. Und so habe ich mich darum gekümmert und mir wieder fünf wirklich geniale Schaltungen rausgesucht, die euch vielleicht diesmal, sagen wir eher, das Leben versüßen und ein bisschen das Mindblown, was alles wieder möglich ist. Ich würde sagen, wir steigen erstmal direkt ein. Ich verteile keine Plätze, weil ich finde alle diese fünf Maps, also quasi fünf Creations, die ich jetzt rausgesucht habe, die haben irgendwas Cooles, was man, wenn man sich die Map runterlädt und das im Singleplayer nachbaut oder versucht umzusetzen, das hat schon was Cooles, deswegen will ich keine Plätze vergeben. Ich würde sagen, fangen wir direkt an, und zwar, was ihr hier schon seht, ist klar, ich wusste gar nicht, dass das irgendwie geht. Das scheint nämlich eine Art, oh, nicht das Inventar aufmachen, okay. Das hier scheint nämlich eine Art, sagen wir, Blumenfarm zu sein. Ja, als ich das im Planet Minecraft gelesen habe, habe ich es auch erst nicht geglaubt. Diese Blumenfarm simuliert hier quasi die ganze Zeit wachsendes Gras. Das bedeutet, Gras seht ihr mit Bone Meal auf, oder das macht die Maschine quasi jetzt in dem Falle. Und dann wird immer nach Sonnenkollektor in einem gewissen Rahmen, nachdem das gesprüht wurde, neu geerntet. Das ganze Zeug landet dann hier vorne drin. Und ihr seht schon, das deckt sich ganz schön auf, weil das Ding läuft im Automatiktakt die ganze Zeit hier durch, während ich schon hier die Anmoderation gemacht habe. Das heißt, wir haben jetzt schon in der Zeit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks Seeds, ein paar Stacks Mohn, Margarite, Löwenzahn und Porzellansternchen. Naja, da können wir ja mal was Schönes verschenken. Also, ich finde, das ist einfach was Exquisites. Ich wusste immer, dass man Weizenfarm machen konnte. Ich habe damals mal, als ich noch Minecraft gespielt habe, das sogar mal probiert. Ob ich es hingekriegt habe, ist eine andere Story. Kommen wir zu etwas groß aufgeladenen, sagen wir es so. Und zwar bin ich im Planet Minecraft auf den Mega-Storage gestoßen. Das ist eine Art Mega-Speicher. Das bedeutet, ihr seht schon hier einen Haufen an Ressourcen. Stein bis TNT, bis Nether Stars, bis Kohle, bis lalala. Und es ist, kann natürlich jetzt, wenn ihr das im Singleplayer nachbaut, ihr könnt das natürlich auch im Kleinen nachbauen. Er erzeugt nicht die Items, ihr müsst die schon reinlegen. Dafür haben wir hier drüben den Input-Bereich, da können wir gleich was aus dem Output wieder reinlegen. Folgendermaßen funktioniert das hier eigentlich ganz einfach. Wir müssen nur auswählen, was für eine Ressource wir wollen. Die müssen wir nach unten klicken. Sagen wir wollen jetzt, ich bin blank, hab kein Geld mehr auf der Bank. Ohne Kohle kann ich mich nichts mehr holen. Nehmen wir einfach mal Kohle, zack. Und jetzt müssen wir nur den Start-Button drücken. Jetzt haben wir nur Kohle angewählt. Wir können jetzt auch noch hier Gold und Eisen und sagen wir nehmen auch noch Dreck dazu. Zack. Jetzt wählen wir das mal an. So, und jetzt fängt er an hier zu wirken. Ihr seht schon hier der übelste Prozess, der hier angeht. Das wird alles über 1000 Dropper transportiert und der Output füllt sich langsam mit Dreck. Und jetzt ist der Kohle. Es funktioniert quasi immer im Stack-mäßigen. So, wir pausieren das Ganze jetzt einmal kurz, machen das hier aus, zack, zack, jetzt wird das pausiert, jetzt wird das hier gleich aufhören, jetzt macht er noch das, was im Prozess ist, zieht er jetzt noch in die Kiste rein. Das bedeutet, alles, was jetzt noch da ist, wird jetzt mal kurz reingedrückt und dann ist finite. Das bedeutet, gleich dürfte Ende sein, der Stack dürfte sich jetzt locker noch füllen und dann ist erstmal Päuschen. Na, so. Das war's. Wir haben jetzt so ungefähr 2,6 Kohle und ein bisschen noch oben drüber. Das können wir jetzt wieder in den Input packen. Der Input funktioniert getrennt vom Output. Das bedeutet, was wir in den Input packen, wird direkt in das Kistensystem gelagert. Wie auch immer das goddammit funktioniert. Ich habe davon keinen Schimmerplan und deswegen allgemein blockt mir jede verdammte Redstone-Schaltung den Mind, weil ich keinen Plan davon habe. Ich wollte gerade slash L eingeben. Oh Gott, komm, hat mein Leben gefickt. Hinzufügen muss, das ist alles, glaube ich, wenn ich das richtig aus dem Planet Minecraft gesehen habe, vom gleichen Erbauer. Also der hat da wirklich eine Kunst für. Und zwar habe ich jetzt noch den Automatic Brewer. 5000. Nein, Spaß. So, das Ganze ist ein automatischer Braustand. Ich wusste noch nicht mal, dass man den Braustand mit Redstone beladen kann. Ja, folgendermaßen, das hier ist quasi das Auswahlmenü. Jeder von euch, der schon mal gebraut hat. Ja, ich hab's damals, ich weiß nicht, ob ihr überhaupt noch aus der Singleplayer-Generation kommt. Als ich damals Singleplayer gespielt habe, waren Tränke so für mich so unvorstellbar unmöglich. War immer, wenn ich mal einen gemacht habe, das war mal eine Speed-Potion oder eine gebraute Dings, da Wasser, lalalala, oder Gift-Potion, dann war ich immer irgendwie rausgetappt, Planet Minecraft rein und lalala. Wer kennt denn das von euch noch? Oder seid ihr einfach nur noch so PvP-Spieler? Können wir mal unten reinschreiben. So, wir haben jetzt hier quasi den automatischen Braustand. Das ist übrigens, wir können da nicht, das ist so für Blöde, wenn man... Folgendermaßen, wir haben jetzt Speed ausgewählt. Zucker müsste Speed sein, wenn ich mich nicht irre. Jetzt hat er natürlich schon Tränke vorgelegt. Wir können natürlich auch sagen, wir wollen... Ich weiß gar nicht, was bei Glitzermelone rauskommt. So, jetzt habe ich den, jetzt habe ich schon wieder die Maschine halb kaputt gemacht, weil ich so blöd war. So, jetzt braut er das hier hinten und dann schiebt er mir das hier in den Dropper und dann landet das in der Kiste. Wartet, einmal kurz hier rüber, zack. Jetzt sind ja gerade noch Speed Potions drin, weil wir halt noch Speed Potions gebraut haben. Ja, und dann haben wir hier unsere Heilungstränke.
Nice, auch wenn ich die Maschine gerade schon wieder total behindert habe. Ja, Logo, lass da einfach mal die Finger davon. Also jetzt. Jetzt kommt das Highlight der ganzen Folge. Das letzte Highlight war wirklich der Roboter. Und dass das iPhone nicht funktioniert. Apropos iPhone, danke an die vielen Kommentare, die erklärt haben, wie das iPhone funktioniert. Man muss es oben einschalten und den Strom unten einstecken. Das ist das Rätsels Lösung. Darauf wäre ich nie in meinem Leben gekommen. Aber danke. Jetzt habe ich für euch eine automatische, mega fette Brücke. Ihr seht ja jetzt noch hier diese coole la 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 la. Das sieht auch schon nach einer richtig klein komprimierten, fetten Schaltung aus. Wenn wir jetzt diesen schönen Knopf hier drücken, dann wird die nicht nur weggemacht, sondern sie wird elegant davon geschoben. Passt auf, zack. Das ist mega fett und das Ganze ist nicht nur einmalig, sondern wir können es immer wieder aus- und einfahren. Das heißt, wenn ihr im Singleplayer oder im normalen Creative, wenn ihr das in eurer Welt irgendwie nachbaut, den übelsten Durchblick habt, wie sowas funktioniert oder euch die Map runterladet, die mit Downloads findet ihr übrigens alle unten, ne? Wenn ihr den Durchblick für sowas habt und euch dann sowas Fettes in den goddammit Singleplayer baut und eure Freunde ankommen und ihr sowas hier machen könnt, dass das einfach verschwindet und sich wegbaut und sich wieder aufbaut und ihr euch einfach nur denkt, dann seid ihr doch einfach der goddammit King, Alter. Kommen wir zum letzten. Und zwar habe ich hier was Geheimes. Ja, sagen wir etwas Geheimes mit. Und zwar ein Hidden Portal. Könnte vielleicht den einen oder anderen bekannt sein, denn seit der 1.8 oder 1.7, ich will jetzt nicht lügen, kann man Portale ausmachen, indem man quasi, kann man nicht anders, seit der Version kann man Portale quasi andersförmig bauen. Früher konnte man ja nur 2 breit, 3 hoch und jetzt kann man die beliebig groß bauen, solange sie 2 breit, 3 hoch überschreiten. Das ist wirklich fett. Wir sehen jetzt hier quasi, wir können uns vorstellen, das hier wäre eine normale Wand. Ja, und dann machen wir quasi unseren geheimen Knopf und dann passiert Folgendes. Zack. Hier wäre jetzt kein Glas, hier wäre jetzt zum Beispiel Holz oder so und schon würde man das Portal gar nicht mehr sehen. Wenn wir jetzt quasi unseren Schalter hier wieder anwählen, was wir übrigens uns mal, wir machen das mal schöner, so hier Redstone Master Logo am Werk. Zack, 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 zack. Wartet, wir nehmen uns mal hier ein bisschen Redstone Arena. Zack, zack, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. So, dann nehmen wir uns einen Verstärker. Jetzt brauchen wir einen Hebel. Ah, zack, da mal einen. Funktioniert das? Ja, perfekt. Und jetzt wieder auf. Zu. Auf. Zu. Mega fett. Mega fett. Mega. Okay, reicht jetzt. Das finde ich wirklich cool. Vor allem, wenn man das schafft, so im normalen Singleplayer. Ich rede ja immer davon, dass man das irgendwie im Singleplayer nachbaut, um damit so ein bisschen seine Freunde zu beeindrucken. Ich meine, das sind ja auch wirklich mindblowende Schaltungen. Mir war selbst nicht mal bewusst, dass man... Ich könnte sowas nicht. Ich kann Pisten aufzugehen lassen. Das kriege ich vielleicht noch hin. Ja, Leute, das war's mit diesen 5 genialen Schaltungen. Wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, die verlinke ich unten. Da war ein richtig mega fetter, selbstlaufender Roboter dabei. Solltet ihr unbedingt auschecken, wenn ihr das noch sehen wollt. Ihr findet alle 5 Downloads zu dem Map unten in der Beschreibung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr einen logischen Daumen nach oben da lassen. Und natürlich das Ganze in den Welten, wenn ihr auch mit euren Freunden spielt, dort bauen oder mit euren Freunden teilen. Pieper, pieper, bo. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einem neuen logischen Video wieder. Bis dahin, bleibt logisch. Haut da rein und logisches Cheerio. Ciao.